scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Entscheidung. Nein, es geht um Durst. Denn wenn du Durst hast, suchst du doch sofort nach einer Möglichkeit, auch Wasser zu trinken, oder? Das hat was damit zu tun, weil jeder von uns besteht aus 70-80% aus Wasser. Wenn wir zu wenig davon bekommen, meldet sich einfach unser Körper, erst mental, dann körperlich. Und wir werden beim ersten Hinweis, ohne zu zögern, werden wir schon aktiv. Und das ist das Interessante, wenn es sich um Thema Wasser handelt. Jetzt greifen wir zur Flasche. Die Frage, ist das schon Mut? Habe ich jetzt schon Mut bewiesen? Haben wir oder jeder von euch in dem Moment, wo wir uns entschieden haben zu trinken, weil wir Durst hatten, alle negativen Alternativen durchdacht, was könnte passieren, wenn ich jetzt trinke oder nicht trinke? Tja, wisst ihr, wieso ich dieses Beispiel für euch gewählt habe? Das ist naheliegend. Denn wir holen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr irgendwelche Informationen über Wasser aus dem Unterbewusstsein, aus dem Google, aus dem Bewusstsein, Unterbewusstsein im Bewusstsein zurück, analysieren die, sondern handeln sofort. Und an dieser Stelle möchte ich, dass du dich fragst, wieso du das nicht immer machst. Wieso entscheide ich mich nicht immer sofort? Schreibe dir dann diese Frage auf, am besten überall, und denke immer nach, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast. Wisst ihr, im ersten Leben, wie ich immer sage, bin ich Informatiker gewesen. Das heißt, ich habe 1986 meine Diplomarbeit in künstliche Intelligenz zum Thema Lernen mit Petri-Netze abgegeben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, was Petri-Netze sind. Also mit anderen Worten möchte ich heute auch genau über künstliche Intelligenz kurz mit euch sprechen, weil ich habe mich vor 40 Jahren in meiner Diplomarbeit mit diesem Thema beschäftigt. Das heißt, künstliche Intelligenz heute ist mehr so aus meiner Perspektive ein Marketing-Hype. Was sind diese Petri-Netze? Petri-Netze sind nichts anderes als Wissensknoten einer Maschine. Auf dieser Basis gewinnt sie die Erkenntnisse, die wir nachher in so einem KI-Tool als Ergebnis bekommen. Je größer diese Wissensmenge ist, sie führt dann möglicherweise zu einer sichereren Entscheidung. Und das solltet ihr euch merken. Denn ob diese Entscheidung auch 100% sicher ist, das bezweifle ich. Denn diese Aussage, werdet ihr feststellen, ist falsch. Weil die uns heute zur Verfügung stehenden Prozessoren, Datenmengen, Hardware-Elemente und so, die können wirklich riesige Mengen an Informationen viel schneller bewältigen als vor 40 Jahren, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Aber die tun es immer mit den gleichen Informationen. Also, weil hier gilt ein Satz. Viel hilft nicht viel. Dieser Satz übrigens ist eine medizinethische Grundlage des ethischen Handels. Leider handeln nicht alle unsere Ärzte heute so. Aber dieser Satz gilt immer und das wird weiter genau so gelten. In der EDV, in der Gesundheit, in unser Leben. Weil die Qualität der Daten bzw. der Informationen, die bleibt ein Leben lang genauso gut wie unser aktuelles Wissen, unsere Annahmen,
unsere Vorurteile, unsere Fehler. Und auf diese Basis, auf diese Daten, arbeitet heute jede KI. Jetzt werdet ihr euch fragen, was hat das mit mir zu tun? Was quält er mich denn damit? Ja, wir haben, jede von uns hat einen großen Teil dieser Daten. Wir haben aber zusätzliche Verbindungen auf Gefühls- und Erfahrungsebene zwischen den Daten in unser Unterbewusstsein gespeichert. Und diese Verbindungen sind die Synapsen. Wir können auf der Basis unserer Synapsen viel schneller und viel besser entscheiden, was für uns gut oder nicht gut ist. Mit anderen Worten, wir könnten intuitiv viel besser entscheiden. Wir müssen aber unsere Intuition wieder trainieren. Und wenn wir sie trainieren und die Erfahrung machen, dass das klappt, dann werden wir viel öfter richtig und auch schnell handeln. Wisst ihr, es hilft nicht viel lange nachzudenken, denn intuitiv, ich schwöre dir, du wirst immer die richtige Entscheidung für den Moment treffen. Es ist auf Basis deines Wissens. Du musst deine Intuition nur trainieren und mutiger handeln, um Ziele zu erreichen. Es ist wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst und nicht immer nur rational analysierst und denkst. Denn oft sind es die spontanen Entscheidungen, die dich weiterbringen und dir total neue Möglichkeiten auf einmal öffnen. Du solltest also ab jetzt noch viel öfter auf deine Intuition vertrauen und dich einfach trauen, mutig zu handeln. Weißt du, ich bin überzeugt davon, dass dies der richtige Weg ist für dich und du dadurch viel erfolgreicher sein wirst. Geschwindigkeitsvorsprung durch Blitzentscheide ist das. Also, was man über schnellen Handeln wissen muss. Blitzentscheide können in vielen Situationen von Vorteil sein. Denn sie ermöglichen dir, schnell und effektiv zu handeln, ohne lange zu überlegen. Wie funktionieren aber Blitzentscheide? Und sind Blitzentscheide wirklich sinnvoll? Zunächst einmal ist es für dich wichtig zu wissen, dass Blitzentscheide auf deine Erfahrungswerte beruhen. Das heißt, mehr Erfahrungswerte brauchst du nicht. Das heißt, auf deine Daten. Je mehr Erfahrungen du gesammelt hast in deinem Leben, desto schneller wirst du auch gute und richtige Entscheidungen treffen. Das heißt, du kannst dich 100% auf deine Intuition schon berufen und daran glauben. Ein weiterer wichtiger Faktor beim Blitzentscheiden ist schon die Fähigkeit der Risikoabschätzung. Aber die haben wir. Denn natürlich bricht jede Entscheidung ein gewisses Risiko. Aber wenn du Mut hast, auch die Entscheidung zu treffen, dann ist es auch für dich ein Sprung nach vorne. Weißt du, im Leben gibt es viele Situationen, ob im Berufs-, Privatleben, in denen schnelles Handeln gefragt ist. Bei Unfällen, Notfällen aller Art, bei geschäftlichen Angelegenheiten wie Verhandlungen, Meetings oder eine besondere tolle Person kennenzulernen. Oder vielleicht auch nicht, weil sie an dir vorbeiging oder er. Wichtig dabei ist immer eine klare Kommunikation mit den beteiligten Personen, sowie eine kritische Selbstreflexion nach der Entscheidungsfindung. Insgesamt kann ich dir sagen, wer geübt im Umgang mit blitzschnellen Entschlüssen ist und seine eigenen Grenzen kennt, wird davon profitieren, sowohl beruflich als auch privat. Und jetzt nun zu meinem Satz, den einige von euch gelesen oder gehört haben, weil den muss ich euch jedes Mal wieder wiederholen. Und diejenigen, die neu dabei sind, die möchte ich bitten, dass sich diesen Satz
genauso wortwörtlich, wie ich es jetzt ausspreche, auch aufschreiben. Wenn dein Warum stark genug ist, kommt dein Wie von allein. Und für heute habe ich für dich einen weiteren Satz. Dieser Satz ist aber reine Mathematik. Denn es ist Folgendes: Wenn du Entscheidungen schneller triffst, dann wirst du auch die Möglichkeit haben, viel mehr Entscheidungen zu treffen. Und somit wirst du auch viel mehr gute Erfahrungen im Leben machen. Denn wenn du 5 Entscheidungen triffst und die waren alle 5 fehlerhaft, dann warst du 100% daneben. Wenn du aber 100 Entscheidungen triffst und davon, sagen wir, waren nicht 5, sondern 10 fehlerhaft, dann warst du mit 90% erfolgreich. In diesem Sinn, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ovidiu Bretan. Fit, gesund, mobil.